Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. An dieser Stelle natürlich ein frohes, gesundes, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Wie man sieht, ich bin schon wieder unterwegs, gerade beim World Club Dome. Und ich habe mir gedacht, neues Jahr, wir fragen mal die Frauen. Was wünscht ihr euch denn von uns Männern für 2024? Carsten, wie immer hinter der Kamera, das freut mich ganz besonders. Wir gehen los, die erste Umfrage des Jahres. Wir fragen heute die Frauen. Oh, erstmal die Haare machen. Ja, natürlich. Du auch, doch. Ja. Auch. Mach auch. Auch. Haben wir einen Föhn? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar. Setz die schnelle Brille wieder auf. Schnell. Und jetzt sei mal ganz schnell. Wie schnell denn? Schnell. War schnell? Da gibt's vieles. Ja, komm, jetzt. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Treue. 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 Aber wie kann man dir bitte nicht treu sein? Viele. Mit der Brille? Ja, mit der Brille. Ehrlichkeit, Treue und? Überraschungen, Aufmerksamkeit. Du bist so eine Golddiggerin. Ja. So einfach ins gemachte Nest setzen. Ja. Und ab geht's nach Malle. Das muss auch. Das muss ab auch. Geht's nach Malle. Ich steige in den Flieger. Was wünschst du dir von den Männern für 2024? Brauch eigentlich keine. Ja, aber hättest du einen Wunsch, so was sagt, ey Männer, 2024, mäht mal den Rasen, bringt mal den Müll raus. Ja, das sowieso. Wischt mal feucht durch. Die müssen bei mir feucht durchwischen, unten. Nicht, na, nee, nein, nein, die Wohnung. Die Wohnung. Ja, auch. Aber die Männer, die müssen sich mal mehr trauen, einfach die Frauen anzusprechen. Das Problem habe ich. Was wünschst du dir von den Damen? Boah, ich bin ehrlich, eigentlich nur, dass sie mich nicht anmachen. So. Hinkelstein. Ein Hinkelstein, oh. Die sollen dir mehr Hinkelsteine geben. Zaubertrunk ist auch immer gut. Also ihr wünscht euch eine Rolex? Nee, eher eine Handtasche. Was für eine Hermes? Working Bag? Louis Vuitton wäre schon ganz okay. Hallo. Kriegen wir ein Bild von dir? Huckepack. Huckepack. Dreh dich mal um. Ah ja, das magst du, gell? Nein, das gar nicht. Das ist nichts für mich. Nee, überhaupt. Was wünschen sich die Frauen von den Männern 2024? Du bist wunschlos glücklich. Ah, Ehrlichkeit. Ja. Mach schnell, der bricht gleich zusammen. Oh. Eins. Es lebt. Oh. Das ist ein Mann wie ein Baum, der kommt auch nicht mehr. Der macht das schon seit einer Stunde. Der hat vorher schon vier andere auf der Schulter gehabt. Ich danke dir für das Kompliment. Ich habe eine Frage. Ja, na klar. Du machst meinen Kameramann an gerade. Ja, das ist Carsten, das ist meiner. Nimm die Finger weg von dem. Jetzt wird Carsten mittlerweile angemacht. Ist das was für dich? Ja, natürlich. Guck ihn dir an. Der schönste überhaupt. Oh, hey. Da geh mal hin. Was wünschst du dir von den Männern 2024? Hast du einen Wunsch? Ja, natürlich. Liebe, Respekt und dass man sich gerne hat. Super. Ich glaube, dich kann man nur gern haben. Dankeschön. Gleichfalls. Sehr sympathisch. Dankeschön. Knuffig. Oh, ja. Nimm dein Handy raus, ich gebe dir die Nummer von Carsten. Okay. Ich lass direkt klingeln, warte. Ich heb ab. Was wünschst du dir von den Frauen für 2024? Ey, die sollen einfach mal laufen lassen, sich einfach auch mal hingeben, weißt du, was ich meine? Emanzipation, das ist ja wechselseitig auch. Ja, ich finde, man kann auch mal dazu stehen, was man möchte, Wünsche äußern. Louis Vuitton wäre schon ganz okay. Das sollen wir machen dürfen und sie sollen es auch tun. Was ist so dein Wunsch? Auf ewig glücklich sein mit meiner lieben Frau. Mit so einem wunderschönen Strahlen im Gesicht, da weiß man, da meint es jemand wirklich ernst. Sehr ernst. Der Intellekt sollte steigen. Was macht so einer wie ich? Mehr oder weniger dumm wie Brot? Also ich finde es schon ziemlich frech, wenn man eine fremde Person anschreibt und fragt, wie es einem geht. Nicht ich schicke immer so einen Delfin einfach. Delfin-Emoji. Aber was soll das denn bedeuten? Ja. Ich bin so ein Wassertyp. Das ist sympathisch, ja. Aber bist du auch ein Wasser-Pokémon, würdest du das sagen? Ich bin Chigi. Chigi? Schillock. Turtok. Glumandas Nummer 1, tut mir leid. Ich will der Allerbeste sein. Keiner, es war. Nee. Doch. Das ist ja unfassbar falsch. Du siehst live viel dünner aus und sportlicher als auf den Videos. Ja, ich bin auch dünn und sportlich. Was wünschst du dir von den Frauen für 2024? Von den Frauen, ganz ehrlich, scheißegal, was die machen, ich bin in einer Beziehung. Was wünschst du dir von deiner Frau? Die sollen einfach mal laufen lassen, geliebt zu werden. Scheiße, du bist in einer Beziehung ohne Liebe? Ja, nee, schon mit Liebe, aber mehr, weißt du, so mehr Blut. Ein Gehirn. Integrieren? Signieren. Im Kopf nachdenken. Was wir von Männern wünschen und zu 2000. Rentier tragen. Was die Frauen von Männern wünschen. Ja. Was bin ich? Also das ist mega. Du bist da so gerade reingelaufen in die Kamera. So, dein Wunsch an uns Männer. Mehr lachen. Mach du mal, zeig das schönste Lächeln. Das schönste Lächeln. Wer ist das? Der Marc. Was wünschst du dir von den Männern für 2024? Ja, dass sie uns zeigen, dass wir richtig geil sind, wir Weiber. Ja. Was wünschst du dir von den Männern für 2024? Viel. Überraschungen. Louis Vuitton wäre schon ganz okay. Ja, zum Beispiel?
Also ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Die müssen bei mir feucht durchwischen unten. Weißt du, ich glaube, du schüchterst die Männer ein. Ja, glaube ich auch. Sind das deine echten Haare? Also ich habe schon rote Haare, aber nicht so knallig. Du hast rot? Ja. Interessant. Ihr Männer sucht immer nach was Besserem, anstatt das Hier und Jetzt mal zu genießen und zu merken, dass es nicht immer besser sein muss. Kann ich dir Off-Cam erzählen? Off-Cam? Ja, kann ich dir Off-Cam erzählen. Machen und kurz aus. Euch ist nichts gut genug. Das kenne ich nur von den Frauen. Nein, das ist die Männer. Ja, ihr geht in eine Beziehung ein, immer mit dem Blick nach was Besserem. Ich glaube, der dich bekommt, kann nichts Besseres finden. Der mich mittlerweile hat, da habe ich Glück gehabt. Ach so. Aber aus meinen Erfahrungen davor, die Männer suchen immer nach was Besserem. Willkommen zu dich und du, Pokémon. Du hast das super gemacht. Sensibilität. Ich habe das Gefühl, Frauen fühlen sich anders, weil Frauen nicht empathischer, wir empfinden Dinge anders. Also mehr Empathie von den Männern. Wir sollen mehr empathischer sein. Ihr sollt komplizierter denken. Oh, ey. Ich habe das Gefühl, ich denke schon kompliziert genug. Nicht kompliziert genug. Wir haben noch mal ein ganz anderes Level. Wir sollen einfach mal laufen lassen. Auf welchen Ecken freust du dich am meisten? In welchen Ecken? Nee, auf welchen Eck hier heute? Welcher Show-Eck? Show-Eck. Warum ist deine Mama Malle-Mama? Die ist jedes Jahr in Malle. Nein. Ja. Wirklich? Ja, mit meinen Mädels. Eine Woche wach. Ja, eine Woche wach. Eine Woche wach. Ja. Treue, auf jeden Fall. Also ich bin glücklich vergeben seit fast 8 Jahren. Ihr habt das verflixte 7. Jahr geschafft. Ja, haben wir geschafft, Gott sei Dank. Also, das freut mich sehr. Dankeschön, auf jeden Fall. Warte mal, Treue? Also meiner ist auf jeden Fall voll treu. Für die anderen. Für die anderen Mädels, genau. Ist das deiner? Nee. Ja. Der ist kraulig unterwegs, der Junge. Nee. Mein Freund, alles gut. So blind bist auch du nicht, ne? Genau, so ist es. Was wünscht ihr von den Männern fürs kommende Jahr? Sag mir nicht Treue. Nee. Offene Beziehung. Ich hab keine. Nee, offene Beziehung ist sowieso blöd. Aber Mallorca? Ballermann. Wir sehen uns auf Mallorca. Hi, ich bin die Emmy und ich wünsch mir... Was wünschst du dir? Das ist die von Frage. Von den Frauen? Nein, von den Männern. Fortnite? Nein! Watch nein. Party Level 3. Du musst jetzt sagen, du musst bei den Männern was Negatives sagen, damit du was Positives sagen kannst, damit du gewinnst. Okay, ich hoffe, ich gewinne heute hier. Okay. Ich wünsche mir mehr Ehrlichkeit. Aber hast du 2,23 mit einer 1,30 Frau geredet? Ich reduziere nicht auf die Größe. Ich bin 1,93. Ja, ich bin 1,30. Ja, du bist toll, wie du bist. Ja, finde ich auch. Danke. Ja, da spielt ja die Größe keine Rolle. Finde ich auch mega mäßig. Es ist immer der Mensch. Zuckersüß. Loyalität. Loyal ist ein guter Punkt. Kommunizieren. Was kommunizieren die Männer nicht? Gefühle. Ja. Das ist manchmal nicht so leicht. Ja, aber wir hören euch doch zu. Ich höre den Frauen auch zu. Ihr könnt euch auch helfen. Wie wollt ihr uns helfen? Ja, wenn ihr einfach sagt, was ihr denkt und was ihr fühlt, dann können wir euch auch helfen. Wir passen uns ja an. Wir wollen euch unterstützen. Wir sind ja ein Team. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Ja, wir sind nicht gegeneinander, sondern wir sind... Ja, das sage ich immer. Männer und Frauen mehr miteinander. Ich habe oft das Gefühl, es ist viel zu oft ein Gegeneinander. Und das ist ja Quatsch. Aufmerksamkeit. Wo sind wir denn nicht aufmerksam? Ach, zu oft? Ihr achtet zu wenig auf die Kleinigkeiten, würde ich sagen. Was sind die Kleinigkeiten? Wenn wir einen neuen Haarschnitt haben, wäre es nett, wenn euch das auffällt. Zum Beispiel? Also mir fällt das meistens auf, weil mein Konto danach leer ist. Das ist auch gut so. Die Männer sollen zahlen, ne? Ja, wäre eigentlich schon ganz nett. Was wünschst du dir von den Männern fürs neue Jahr? Eigentlich nur Loyalität wäre ganz cool, dass sie nicht so viel lügen. Oh ja. Wo lügen die Männer denn am meisten? Einfach, wo sie sind. Der sagt, Schatzi, ich bin gerade im Schwimmbad und dann doch im Artemis. Nee. Schwimmbad wär's. Noch besser ist, tut mir leid, ich habe gerade viel zu tun. Ja. Er ist busy? Ja, Klassiker. Wie busy ist er dann? Ja, das frage ich mich auch, angeblich seit 3 Wochen, aber man weiß es nicht. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Ihr habt mir Getränke mitgebracht. Wo sind die K.O.-Tropfen drin? Da. Ich trinke euch doch nichts weg. Das ist kostenlos. Frohes Neues. Ist für euch kostenlos? Prost. Mein Mann. Dein Mann. Was wünschst du dir von deinem Mann für das Jahr 2024? Dass er glücklich ist. Also soll er sich eine neue suchen. So einen habe ich auch zu Hause. Wirklich? Ja. Und was trägst du dir? Ich zieh dir mal im Gym an, McFit. Von der Straße. Da komme ich auch. Was wünschen sich die Frauen? Charakter. Charakter zählt. Ja, schon. Was wünschst du dir von den Männern fürs Jahr 2024? Ist das deiner? Nein.
Ich wollte gerade sagen, dann würde ich auch sagen, dann will ich deinen Wunsch nicht mal mehr hören. So Ehrlichkeit, einfach mal sagen, was Sache ist. Ja oder nein? Ja, aber ich finde, ist das immer so angenehm, Ehrlichkeit. Weil vor kurzem kam eine Frau zu mir, ganz ehrlich, du bist zu dick. Wollte ich nicht hören. Ja, doch, Ehrlichkeit ist wichtig. Ich bin auch immer ehrlich. Ich sage offen raus, also kann man es auch bei mir machen. Ich glaube, bei dir gibt es ja auch nicht, man kann nichts Unangenehmes, Ehrliches zu dir sagen. Bei mir gibt es einiges. Naja, meine Größe manchmal, ja doch. Super. Freunde, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich habe die Frau mal gefragt, was wünscht ihr euch denn von uns Männern 2024? Also ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also was wünscht ihr euch denn von den Frauen oder auch die Frauen? Was wünscht ihr euch von den Männern? Schreibt es in die Kommentare. Ihr habt es mitbekommen, neuer Song ist jetzt online wie jedes Jahr. Streamt das Ganze, ist alles verlinkt unten in der Infobox. Genauso wie der Instagram-Account von Carsten hinter der Kamera, wo ich mich auch wieder recht herzlich bedanke. Mein Name ist Mike Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, auch im neuen Jahr. Daumen nach oben geben, kommentieren und wir sind raus, Carsten. Ne? Wir sind raus jetzt. World Club Dumm. Danke, dass wir auch hier drehen durften. Ciao.